Hallo, liebe Freunde, ich sage ja nur herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unleashed Bless. Oder was andersrum. Bless Unleashed. Genau, wir machen weiter hier im, in der Stadt hier, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Elzerkor. Oder? Ah ja. Genau, stimmt. Ja, und wir haben noch so einiges zu erledigen. Wir haben ein bisschen verkauft offscreen und können dann jetzt auch direkt hier mit dieser Sanelle reden. Sanchille? Party hard mit Sanchille. Oh, die ist aber cute. Hab ich gerade auch gedacht. Schöne Sommersprossen in the face. Erinnert mich ein bisschen an meine Freundin. Außer die Haarfarbe, die passt nicht. Danke. Hat deine Freundin rote Haare, oder wie? Nein. Was? Hat die bei dir rote Haare? Nee, die hat schwarze Haare bei mir. Okay, dachte schon. Deine Freundin braune Haare? Nein. Blond? Ja, er ist so dunkelblond, also es ist... Ah. So. Meine Frau hat schwarze Haare. Wie Bär. Wie die Hölle. Wie die Hölle. Ja. Schatzi, liebe Ricarda, ich hoffe, wenn du das Video siehst, ich liebe dich, deine Haare sind wunderschön. Okay, jetzt können wir weitermachen. Okay, gut. Es ist natürlich alles geflunkert hier. Oh ne, nicht schon wieder. Können wir jetzt nicht raus? Jetzt ist schon wieder sowas, scheinbar nicht, aber die werden hier angegriffen. Wo bist du denn? Du wirst mir nicht angezeigt. Och. Aber du bist auch weg. Ist das so ein Gebiet für wo man dann alleine durch muss? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Das kann natürlich sein. Okay, also Schläger kämpfen. Also wir müssen einfach mal Schläger kaputt machen. Der Gesichtslosen. Und ich habe noch zwei Fähigkeitspunkte, die muss ich da erstmal verteilen, ey. Bevor ich das wieder vergesse. Oh, der schießt mich mit einem Pfeil ab. So ein Asozialer. Ah, da ist noch eine Truhe, die gönne ich mir vorher. Oh ja, sehe ich auch gerade mal. Bleib am Boden und steh einfach nicht wieder auf. So, sprich mit Don Diego. Ach. Da haben wir ihn ja. Lol. Zum Glück bist du gesund und munter. Als ich die Farm verlassen habe, war sich Marco nicht sicher, ob du die Nacht überstehen würdest. Und wie es aussieht, treffen wir uns auch diesmal unter eher brutalen Umständen. Vielleicht spüren ich bin sie noch nicht die. Mal bei dem. Achso, okay. Ich lese einfach mal. Vielleicht spüren sie die Macht des Artefakts, das ich bei dir habe. Don Diego, es wäre am besten, wenn wir uns schnell darum kümmern. Wer bist du? Genau, kommen wir zum Beispiel. Ich möchte dir Professorin Orfina vorstellen, die führende Autorität der Föderation auf dem Gebiet der Arkan-Studien. Sie möchte dir ein paar Fragen stellen, was genau auf der Insel vorgefallen ist. Aha. Ja, leider habe ich nicht viel gesehen, bevor ich griff, gesattelt und dich geschnappt habe. Vielleicht kannst du ja alles über diesen Tag erzählen, was du weißt. Selbst das kleinste Detail könnte wichtig sein. Ich werde mein Bestes geben. Es tut mir leid, dass ich dich bitten muss, eine derart schreckliche Erinnerung erneut zu erleben, aber es muss sein. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass ich herausfinde, was dieser Margaret wollte und warum. Mein Halsschmuck, genau das hatte ich vermutet. Wenn es dir nicht ausfällt, möchte ich gerne etwas ausbrennen. Bitte diesen Halsschmuck und versuche, dich kurz darauf zu konzentrieren. In Ordnung. Oh, jetzt kommt eine Videosequenz. So easily destroyed. Perhaps it is no small coincidence you managed to survive the tragedy on Talarian. Okay. Ja, ich habe mir auch gerade gedacht. Ha, 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 ha.
Viel lesen. Ja. Oh, eine neue Axt. Whoop. Ich einen neuen Stab. Jo, alles klar. Reputation. Reputation beschreibt die Anerkennung. Mann, das verschwindet so schnell. Das müssen sie unbedingt ändern. Da steht wohl mehr Anzeigen, aber das habe ich schon oft versucht zu machen, aber das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. So, dann leveln wir mal. Oh ja, stimmt. GZ zum Stufenaufzug. Also, heilige Prüfung freigeschaltet. Ich bin immer noch Stufe 4. Ach so, okay. Ich dachte, du wärst jetzt auch wieder mit mir aufgestiegen. Nee. So, wir haben 3 Fähigkeitspunkte. Hierfür brauchen wir... Ach komm, wir schalten das direkt frei. Sammeln eine Kraft über deinen Kopf. Schaden 1. Generiert 5 Wut pro getroffene Gegner, okay. Nice. Dann haben wir jetzt noch einen und dann holen wir jetzt mal... Ach, dafür brauche ich 2, ja, dann verbessern. Ich habe jetzt eine neue Fähigkeit, Glaubensschild. Schutzschild, lol. Muss ich sonst noch irgendwas leveln? Ne, die Attribute waren ja die selbst aufsteigenden Teile da, ne? So, Waffe. Finally. Sehr fein. Neues Aussehen erhalten, aha. Sonst war da aber nichts Wichtiges bei, ne? Lunchpaket. Okay. Okay. Feine Axt. Oh Gott. Es warten neue Quests in der Stadt auf uns. Das trifft. Ja. 3 Stück. Nice. Ja gut, dann Let's go. Wollen wir, oder? Und wir haben... Oh, ich habe 2 Briefe. Ich habe keinen einzigen. Echt? Ach, vielleicht, weil ich Stufe 5 geworden bin. So. Dann warten wir erst noch, bis du Stufe 5 bist. Holen wir uns mal die Quest hier. Piraten. Schade, dass du dieses Volk nicht mögen kannst. Ist halt wirklich so. Sprich mit Wache Gustav in der Ordo-Universität. Stimmt was nicht? Dann holen wir uns gleich. Hier. Von Lisa. Are you sure you've got everything you need? Tag. Der hat aber große Augen. Grillfleisch. Jetzt lernen wir auch zu kochen. Aha. Oh, also was machen wir zuerst? Lass mich mir erstmal kurz einen Überblick verschaffen. Also, Zubereitung von Lunchpaketen. Breiter Lunchpaket, salziges Grillfleisch am nächstliegenden aktivierten Seelenfeuer dazu. Ich denke mal, wir haben die Sachen dafür bekommen, oder? Mhm. Ja, dann lass doch erstmal hier ein bisschen kochen. Gegenstand aufbereiten. Ach so, okay, das ist... Oh, da bin ich falsch. Ja, gut. Hoch. Koch. Lunchpaket. Nicht genügend. Fasriges Fleischstück habe ich und nicht. Und ich hatte 1, ich hab's verkauft. Ich auch, ich habe 2 Fleischstücke verkauft. Nein, wir sind dumm. So viel zum Thema nicht verkaufen. Scheiße, ey. Haben wir irgendwo einen Typ, der Essenssachen verkauft? War hier vorne waren noch ganz viele Händler, oder nicht? Ja. Essensverkäuferin. Gehen wir mal hin, hätte ich gesagt. Jo. So. Essensverkäuferin, wo war sie? Da. Basriges Fleisch brauchen wir. Die hat schon. Die hat nur die fertigen Sachen. Nee. Dann müssen wir ein paar Viecher killen. Ja. Ja gut, aber wir killen ja, wir werden ja so wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen killen, ja. Gehe ich ja mal von aus. Marken, ey. Nee, hier! Beim allgemeinen Verkäufer. Faseriges Fleischstück für 24 Gold. Ja, gönn ich mir.
Ah, so, okay, alles klar. Tag, tschüss. Okay. Finde ich auch geil, dass du dir einfach hier ein Fleischstück kaufen kannst. Ja, hallo? So, herstellen. Koch. Lunchpaket. Auch geil. Wow. Herstellung erfolgreich. Kochen plus 10. Gegenstand herstellen war erfolgreich. Nice. Also man kann das dann leveln und sowas. Also das ist dann, denke ich mal... Dann bist du Koch auch noch. Ja, also man kann halt auch für sich selbst kochen. Du hast Post. Bist du aufgestiegen? Ja. Gut, Glückwunsch. Achso, jetzt haben wir das automatisch abgeschlossen wahrscheinlich, die Aufgabe. Okay. So, ja, dann gehen wir mal zum Postständer. Jo. Post überprüfen. Glückwunsch. Glückwunsch, du bist jetzt Stufe 5. Am Ball findest du ein kleines Geschenk. Geschenkschachtel Stufe 9. Guck mal, da erst mal reingucken. Jo, bin ich auch dafür. Du musst eine höhere Stufe erreichen. Ach, wir brauchen dafür Stufe 9, natürlich. Wow. Naja, aber egal. Gut. So. Als nächstes machen wir die Pflicht zur Kleiderordnung-Quest, oder? Spreche mit Gustav. Gustav ist ein bisschen weiter. Auf dem Weg können wir dann noch eine Quest mitnehmen. Abholen, ja, ich sehe sie gerade. Kartoffelcreme, schon wieder Kartoffelcreme. Wir haben es mit den Kartoffeln in diesem Game. Ja, ich glaube auch. Hole frische Kartoffeln! Gibt es in Korea da nicht so viele Kartoffeln, du? Wahrscheinlich. So, drei. Ja, aufsammeln. Wo müssen wir das? Ach, die liegen hier. Geh zum Koch Renma. Der ist auf der anderen Seite der Stadt. Ja gut, dann können wir auch erstmal jetzt hier... Hier ist noch ein Schatz und die Sternkörnchen. Die Olvera. Das ist die Hauptquest, glaube ich. Ja. Ja, dann quasseln wir gleich mal mit dir. Warum hat uns die weiße Flamme nicht beschützt? Das sind Sternkörnchen. Gute Frage. Aha. Gültige Magie enthalten. Verstehe. Das werde ich mir merken, danke. Aha, also irgendwas mit Sternkörnchen. So, wo ist jetzt die Truhe? Erhalt von Sternkörnchen, mithilfe so gegen Goldchen. Okay, die müsste hier drin sein. Also auf der anderen Seite, hinter der Statue. Öffnen. Gildenregistrator. Hey, wir können eine Gilde machen, Gendor. Können wir das? Oh ja, stimmt, davon habe ich gelesen. Ich möchte eine Gilde erstellen. Ja, mach du mal. Nenn die aber... Du bist auf Stufe 10 oder höher. Ah! Ja, gut. Dann hat es sich ja erledigt. Aber hier ist noch eine Quest. Hast du die schon mit angenommen? Auch von dieser Olvera. Guck immer auf Escape. Ah, ich möchte aber da rein zuerst. Ach so, die Truhe. Jo. Ah. Ich kann Gold gegen Sternkörnchen tauschen, wann immer du willst. Ja, bitte wechsle sie. Ah, tausche Gold. Also 1500. Muss ich das jetzt machen, ey? Nimm mit, wie viele das du am Tag. Ah, okay. Ein, glaube ich, ne? Ja. 1500 sind 1000. Ja. Ja, genau, korrekt. Austausch. Quest abgeschlossen. Okay. Was können wir jetzt mit den Sternchen genau machen? Das habe ich nicht gecheckt. Also ich nicht verstanden. Nicht. Aber egal. So. Hier ist noch diese eine. Wegen dem Kartografen-Gedöns. Hallo? Was ist jetzt mit der Kartoffel-Quest?
Die machen wir gleich. Du bist bei mir wieder. Ah, okay. Wir müssen aber hier rein, ne? Wir müssen doch zu Gustav erstmal. Gustav? Ja, der Gustav hier, Kartoffelkapitalismus. Ah, okay. Dann komme ich angespurtet. Weil das Gebiet hier ist aber für jeden selber. Ne, doch nicht. Ach, für Gruppen zu zweit. Ah, wie cool, weil wir in der Gruppe sind. Die sind Schätze. Ah, da ist der Typ. Achso, ich sammle erstmal die Schätze ein. Ich auch. Na. Okay, was denn? Goldstück. Ich habe gerade nicht verstanden, warum dass ich die Truhe nicht aufbekommen habe und habe nicht auf F gedrückt. Okay. Das hatte ich auch ein paar Mal schon. Hast du schon mit Gustav gesprochen? Nee. Okay, dann rede ich jetzt erst mit dem. Bin ich bescheuert? Wo ist denn die Kiste? Die Kiste war hinter dem Schreibtisch in dem einen Raum. Hinter dem Schreibtisch? In dem ersten Raum auf der linken Seite. Ah! Gefunden? Sehr gut. Oh. Okay. Alles klar, dann können wir gleich direkt zu. Also. Reden wir doch erstmal mit der. Was? Wache Gustav! Genau. Also rein theoretisch könnten wir jetzt auch schon wieder die Hauptquest. Aber ich meine Taschenhändler. Ach, da ist der. Der Urbus. Bei den Göttern tut doch was irgendwer. Warum muss er Insekten sein? Gute Frage. Stell dir vor, gigantische Insekten. Okay. Ach, der Stab. Gigantischen Insekten. Ah, hier sind die Insekten. Easy. Einfach draufkloppen jetzt. Und was hat das jetzt gemacht? So, erledigt. Sei froh. Keine Sorge, sie sind weg. Problem. Ich hab Handschuhe bekriegt. Moment. Nicht nur du. Aber wir sind schlechter. Ja. So, also, okay. Hier ist nochmal was. Oh, hier liegt was. Was müssen wir denn jetzt untersuchen? Der Boden stinkt überall. Anscheinend wird er als Dünger für die Farmwirtschaft verwendet. Ah. Hier ist eine Kiste. Antennen und Überreste. Jetzt ist er weg. Okay, der Stab ist gefladert worden, also gestohlen. Ach so, okay. Müssen wir zu ihm? Ja, wir müssen zu dem zurück. Ich habe keinen Stab gefunden. Was ist ein Stab? Das ist Dünger. Da drüben ist die nächste Quest. Assistentin Alma. Ist wieder ein Ippin. Alma, direkt, erinnert mich direkt an 4, ey. Hier doch nur, teure Wälze auf dem Boden verteilt wie Müll. Bist du Professor? Okay. Ah. Oh! Bücher aufheben. Rechnung in Teil 1. Können wir die jetzt alle lesen, oder was? Ach du Scheiße! Ja, das mache ich offscreen. Also lesen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die können ja pausieren, wenn die sich das hier mal angucken. Können sie selbst lesen. Das ist ja jetzt alles hei. So. Wo ist Professor Vettino? Campus verlassen. Okay. Danke für den Tipp. Alles klar, der müsste irgendwo vorne sein. Ja gut. Student der Ordo-Universität.
Ach ja, du bist von der Studentenschaft. Izu Koch Renana. Ja, ich muss. Okay. Gehen wir zuerst nach rechts, oder? Warte mal kurz. Okay. Ich wollte mal kurz hier mit der. Alles klar, okay. Jetzt kommen wir. Kartografin. Was hast du mit dieser gemacht? Ja, ich hatte ja dieses eine Stück von der Karte da. Ja. Und die wird mir jetzt halt dauerhaft angezeigt. Und ich habe jetzt mal kurz mit der gesprochen, damit das weggeht. Diese Anzeige. Oh, die sehen köstlich aus. Ach, verdammt, hä? Ach da, Taschenhändler. Ach, wir haben hier einen Taschenhändler. Sieht toll aus, danke. Wird gemacht. Sauber. Wuhu, 30 Plätze. Yeah, es geht aber eh schnell, muss man sagen. Wenn du die Truhen fleißig sammelst. Dann geht. Ja, das muss ich sagen. Also so ein System mag ich. Ja gut, okay, warte mal. Wie viele haben wir denn jetzt? Wie viele Quests? 2. Ja. Na gut. Izu Koch Renana. Genau, der war irgendwo dahinter. Ich sehe 2 Truhen. Alter. Wir sind im Kolosseum, Junge. Ja, du wirst mir bei mir nicht angezeigt. Egal. All. Ich sehe auf der Karte den Enser. Also ich kann mir schon vorstellen, so ein Spiel zu programmieren ist ein Mordsaufwand. Ja. Komm ich hier rein? Triff dich mit Marco im zerstörten Viertel. Ja gut, erstmal die Truhen sammeln, ja. Ja, ich suche gerade einen Weg, in dass ich die Truhe bekomme. Hey, die ist doch direkt hier vorne, die Truhe. Na, die zweite. So, jetzt habe ich beide. Und wie kommt man da jetzt hin? Warum? Musst du selbst herausfinden. Oh, nee. So, nee, da ist eine Tür drin. In dem Haus. Ach da! Oh Gott. Diese kleine Öffnung, die sie. Ich gehe mal zuerst zu Renana und dann gehe ich erst zu Marco. Zuerst die Nebenquest. Mit Marco habe ich schon gesprochen. Ich noch nicht. Der verschwindet dann. Auch Renana. Weißes Licht der Reinigung. In Ordnung. Ach so, oh, ich habe mit dem Blitzender gesprochen. Alter, was passiert hier gerade, ey? Was für Ärger. Ich schätze, ich könnte es versuchen. Kreuzzüge und Invasionen? Hä? Ich bin schon wieder maßlos überfordert. Oh. Ach, du Heilige. So, okay. Bestie der Schläger der Gesichtslosen zerstören. So, ich rede noch schnell mit Marco. Mach das. Gut. Vorne ist noch ein Schatz, aber ich warte noch kurz auf dich. Ja, ich sehe dich schon. Jetzt können wir, glaube ich, wieder Leute verprügeln. Ja, das ist korrekt. Da ist einer! Achso, ja, mach du mal. Ich sammle hier die Kiste. Immer den armen kleinen Priester machen lassen. Ja. Wo bist du denn? Waffenlagerverwalter. Ah, es gibt einen Waffenlagerverwalter. Ja, wenn das für Dingens ist, geht's auch dann für Waffen, ne? So, ich will auch die Kiste haben. Ah, hier. Kannst ja nehmen. Ne.
aber ich mache ein bisschen mehr Schaden als du. Ja, das stimmt. Eigentlich komisch für einen Priester. Ja gut, ich habe auch gedacht, dass du mehr auf Heilung dann spezialisiert bist, aber das kommt dann wohl doch später. Also würde dann erst später kommen. Ah, wir scheren XP, ich hab's gerade gesehen. Wenn du, wenn du ihn killst, dann bekomme ich auch XP, aber nicht so viel. Okay. Ja, immerhin. Das Recht der Bürgerwehr. Ich hab einen Toten bekommen. So. Wer jetzt denn? Das ist schlechter. Wobei... Der vermisste Stab. Es sind alles Quests fertig. Hat. Ja? Tatsächlich. Ja. Oh, nehm dir. Oh, die spawnen zu schnell. Ja, das finde ich auch, also das finde ich, es ist cool, dass sie schnell spawnen. Vor allem jetzt, ich meine, klar, ne, die müssen ja schnell spawnen, damit man vorankommt, weil hier sind ja so viele Leute. Finde ich auch in Ordnung, aber... Übungsköche. Ja gut, dann können wir eigentlich... Triff dich mal. Ja, okay. Dann reiten wir mal los. Ja. Das ist da hinten. Ach, dafür müssen Union, wir... Union, ja, du kannst deine Union durch den Quest... Was? Du kannst deine Union beitreten. Okay. Schatz. Ah. So, Schläger easy. Das Geile ist, wir können gleich schon wieder zu dem Taschenhändler. Jo. Na, du hast es geschafft. Der sieht nicht gerade aus wie ein Farmer, der Marco hier. Okay, wir müssen gegen irgendwen kämpfen. Ja, und zwar die da hinten, die da stehen. Da ist ein Quicktime-Event auch dabei. Ja, ha! Alter, ich bin fast gestorben. Huch, was ist jetzt passiert? Heilige Prüfung. Dungeon, Spielersuche. Ach so, okay. Ah, ich habe eine Karte bekommen. Ja, ich habe jetzt auch die zweite bekommen. Guck ich mal. Tag 4. Okay. Oh, da, Truhe. Hoffentlich ist da der Stab drin. Ja, da ist der Stab drin, alles klar. Is there a reason you're here? Ich bin mit Marco. Assassine. Verstärkte Robe. Geil. So, dann kurz einmal ins Inventar gucken. Sekundäre Waffe, habe ich was Neues bekommen? Ja, so ein Totem, aber meinst du, ist nicht gerade viel besser, also... Die versteckte Körperpanzer ist jetzt auch nicht wirklich... Besser, kann ich lieber verkaufen. Okay. Bei mir ist es schon besser. Dann ist gut. Bekommen. Karte, Weißwolken. Klein. Ha? Wie interessant. Ich habe ein Weiß. Karte bekommen. Okay.
Habe ich mir auch gerade gefragt. So, gut. Liebe Leute. Ach du Heiliges, wart schon wieder. Ja, es ist soweit. Wir haben jetzt hier die letzte Quest für diese Folge erledigt, der liebe Gento und ich. Korrekt. Und ich würde sagen, meine Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bitte euch. Macht's gut. Tschüss.